Okay, Ruhe, jetzt geht's los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Clinical Journal Club für diese Woche. Und das Bild aus dem New England Journal ist ein EKG. Und wir gucken uns das mal an. Im Angebot ist Herztamponade, Ruptur des linken Ventrikels, ein Aneurysma des rechten Ventrikels, Verschluss der rechten Kranzarterie und Verschluss des LADs. Und was wir hier sehen, ist das Erste, was wir machen sollten, was denn hier der Rhythmus? Und das können wir hier im Rhythmusstreifen erkennen. Und tatsächlich, P-Wellen sind vorhanden. So ist es Sinusrhythmus. Die Frequenz ist so um die 80. Sieht so aus, als würde der Patient ein bisschen zittern. Vielleicht hat er Schmerzen. In Ableitung 1 und 2 ist der R-Komplex positiv, sodass die Herzachse ist in Ordnung. QRS-Verweildauer ist auch nicht verlängert. ST-Strecken können wir eigentlich schwer erkennen, würden wir vielleicht an Hyperkalzämie denken, aber das kommt hier nicht in Frage. Aber was wir sehen hier sind Hebungen in 2, 3, AVF und eine Senkung in AVL, eine Senkung in V2 und Senkung in V3, eine starke Senkung in V4 und auch in V5. Und das Einzige, was in Frage kommt, ist Verschluss der rechten Kranzarterie. Und das ist auch die richtige Antwort. Und nächste Woche können wir dann erfahren, alles, was mit diesem Patienten passiert ist und vielleicht wie sein Folge-EKG aussah. Dieses ist das Thema von letzter Woche und ist wahrscheinlich wichtig genug, dass wir jetzt darüber reden sollten. Und es geht um Testosteron. Sie werden sich daran erinnern, dass von Cholesterin werden durch bestimmte Hydroxylasen, Liasen, Reduktasen und so weiter, werden Testosteron und Dehydrotestosteron gebildet oder auch Estradiol durch andere Abläufe und oder auch Aldosteron und oder auch Corticosteron und Cortisol. Kommt darauf an, welche Enzyme hier in Frage kommen und diese Abläufe haben Sie irgendwann im Studium mal gelernt. Es ist wichtig, etwas darüber zu wissen. Und das Thema im New England Journal, es geht um Testosteron. Und so würde man sich fragen, warum denn eigentlich? Und es geht um ein Krankheitsbild, das ich nicht kannte. Als ich in Amerika lebte, gab es dieses Krankheitsbild nicht. Aber mit dem Aufschwung des Kapitalismus nach dem Jahr 2000 hat man Beschränkungen, was Werbung anbelangt von Pharmafirmen und Direktwerbung von Ärzten und Anwälten und alles Mögliche in Amerika komplett aufgehoben. So kam diese neue Krankheit zustande. Und diese Krankheit heißt niedriges T, Low T. Und ich hatte noch nie von Low T gehört, aber da ich jetzt 3 Monate pro Jahr da verbringe und manchmal auf den Fernseher anhabe, habe ich von Low T erfahren. Und das geht ungefähr wie folgt. Sieht so ein Mann um die 40 und eine Frau so um die 18 und die leiden beide, weil er Low T hat. Und dann kriegt er dieses Zeug, das man auf die Haut reibt und das behebt dieses Krankheitsbild. Und dann sehen wir, wie die beiden in einem Mustang Cabriolet vom Jahr 1965 dann in Sonnenuntergang fahren. Das ist Low T. Jetzt NIH hat sich darüber Gedanken gemacht, nämlich es kommen ja Millionen von Männern in Amerika in Frage für Low T und diese Werbung ist echt aggressiv. Und man weiß nicht, ob Testosteron vielleicht zum erhöhten Schlaganfallrisiko oder Herzinfarkt oder ob die alle dann Prostatakarzinom kriegen oder ob diese Therapie überhaupt was bewirkt. Nämlich es anscheinend, da Testosteron ein natürliches Mittel ist, ist die Pharmafirma nicht verpflichtet, um zu zeigen, dass dies irgendwelche Symptome behebt. Also NIH hat dann in Mitte so 2006 oder so und für einen Wahnsinnsaufwand und ein Wahnsinnsgeld 7 Studien in die Wege geleitet, um zu sehen, ob es Low T gibt und ob da irgendwelche Risiken damit einhergehen, dass man Low T bekämpft. Und in dieser Studie geht es um 790 Männer und die sind randomisiert worden zu Testosteron wird verabreicht in diesen, so, das sind so Sprühkanister und man sprüht das auf die Haut und reibt das ein. Und man hat Männer ausgewählt, die haben Testosteron
Cholesterinwert, das fällt natürlich mit zunehmendem Alter sowieso ab, das ist im unteren Normbereich und weniger als 275 Nanogramm pro Deziliter. Und die sind, dann haben sich dieses Testosteron eingerieben und der Zielwert war es, einen Testosteronspiegel zu haben, wie ein Mann im 40. Lebensjahr ungefähr haben würde. Und dann die andere Hälfte hat dann sich mit Placebo beschäftigt und ich musste im Supplement gucken, um zu sehen, wie diese Männer tatsächlich aussahen. Und die waren über 70 und überwiegend Kaukasier, Afroamerikaner sind hier relativ wenig vertreten. Und ob sie ein Studium geschafft haben oder nicht und ob sie eine Partnerin hatten oder nicht. Die mussten irgendeine Partnerin haben, die bereit war, um Sex zu haben. Darum ging es hier. Und wie man sich vorstellen kann, Diabetes war häufig und die waren beide alle hyperton. Und Body Mass Index mit Durchschnitt 30 und zwei Drittel waren über 30. Also die waren jetzt nicht ausgerechnet schlank. Und eines der Ausgangswerte war, es geht hier um eine Libido-Skala. Und wenn Sie sich mit diesen Sachen beschäftigen, dann müssen Sie selber im Internet gucken, um zu sehen, was dies alles bedeutet. Aber die Libido-Skala läuft zwischen 0, das ist ziemlich schlapp, und 33, das ist dann sehr fit. Und diese Männer hatten alle eine Libido-Skala unter 20. Und was erstaunlich ist, ist, man hat 51.000 Männer kontaktiert und nur 790 gefunden, die Kriterien überhaupt entsprachen. Und Männer, die schon einen Schlaganfall in den letzten 6 Monaten hatte, Männer, die ein hohes PSA-Wert hatte und ähnliches, oder keine Partnerin hatte, die bereit war mitzumachen, die wurden dann ausgeschlossen. Jetzt, hier sind die Skalen und was... Diese Tabellen sind alle ziemlich langweilig, aber tatsächlich deren Testosteronwerte in der Verum-Gruppe sind tatsächlich etwas gestiegen und die in der Placebo-Gruppe sind nicht gestiegen. Und dann Sexual Desire Score, ich werde da nicht weiter drauf eingehen, das ist ein bisschen besser geworden in der Testosteron-Gruppe, ist statistisch sogar signifikant. Und hier ist eine erektile Skala, das ist auch ein bisschen besser geworden und PDQ-Score, das müssen wir selber nachschlagen, um zu sehen, genau was es darum ging. Aber diese Sachen sind tatsächlich in der Verum-Gruppe etwas besser geworden. Aber es ist nicht berauschend. Und hier sehen wir die Testosteron-Gruppe, das ist dieser Sexual Activity PDQ-Score. Und das hat sich etwas verbessert, vielleicht 0,5 Mal pro Monat oder so habe ich es eingeschätzt, ist etwas besser geworden. Dann im letzten, die haben ja dieses Zeug für ein Jahr genommen und dann im letzten Quartal ist das wieder abgestürzt. Weiß nicht warum. Vitalitätsskala können wir hier nicht gerade direkt sehen. Nicht signifikant. Wie weit sie gehen könnten in 6 Minuten, hat sich auch nicht verbessert. Also nichts mit Mustang Cabrio von 1965. Und wir können uns hier Tabellen angucken. Sie werden sich fragen, waren da Nebenwirkungen? Tatsächlich ein Fall von Prostatakarzinom in der Verum-Gruppe hat keine Bedeutung. Es scheint zu sein, dass und was Herz-Kreislauf-Risiko anbelangt, das sind jetzt relativ kleine Zahlen, es kommen noch 6 andere Studien, vielleicht wenn man das alles zusammen auswertet, wird man einen besseren Durchblick haben, sagen die Autoren, physical function, mood, depressive symptoms, all to small to moderate degrees consistent with the degree of testosterone deficiency. Also hat schon Auswirkungen gehabt auf diese Variablen, aber die Auswirkungen waren bescheiden. Das dazu. Nächste Thema geht es um ASS bei Patienten, die man jetzt zur Bypass-Chirurgie schicken wollen. Und wenn die Chirurgen sagen, naja, setz das mal eine Woche ab und dann wir haben Probleme im OP mit Bluten und so weiter. Zu dieser Fragestellung hat man in Australien eine große Studie durchgeführt. Wir werden dieses Mal die Hälfte davon angucken können. Wir werden vergleichen die Patienten, die zur Herz-OP gingen, mit ASS im Vergleich zu Placebo. Es gibt auch einen Arm, die Tranexamsäure gekriegt hat oder Placebo. Das werden wir ein späteres Mal diskutieren. Aber diese
Patienten hier haben ASS gekriegt oder Placebo. Das heißt, die Hälfte hatte ASS an Bord während der OP und die andere Hälfte nicht. Und wir sehen hier schon, dass hier nichts gelaufen ist. Tod war nicht unterschiedlich. Myokardinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen, Lungenembolus, Darmnekrose, Bluten, Kardialtamponade, längere Zeit auf ITS. Das war alles nicht unterschiedlich. Und diese sämtlichen anderen Sachen waren auch nicht unterschiedlich, wie viel Blut aus der Mediastinaldrainage rauskam, ob die jetzt Aprotinin brauchten oder bekommen haben oder nicht, ob sie Gerinnungsfaktoren oder Plättchentransfusionen waren. Also das war nicht so unterschiedlich in beiden Gruppen. So kann man folgern, dass die Chirurgen sollen ihre Sachen machen. Also fand ich erstaunlich. Es gab ja erstmal eine große Bewegung und wir geben jetzt jedem, der, wo wir denken, der braucht ASS, machen wir alle Operationen unter ASS. Die Chirurgen sagen ja schon, dass sie mehr Probleme haben damit. Also das wird ja hier beschritten irgendwie so. Und auf der anderen Seite wird auch der Nutzen bei Patienten, wo wir jetzt wirklich denken, ich will doch von ASS profitieren, vielleicht kriegen sie noch mehr Schlaganfall oder Herzinfarkt in der Zeit, wo sie pausieren. Scheint es nicht zu sein. So, wenn man denen das nicht sagt, dass die Patienten ASS kriegen, dann haben sie wahrscheinlich weniger Blut. Hier sehen wir die Untergruppen, Männer, Frauen, Alter, Geschichte von Myokardinfarkt in der Anamnese, instabile Angina pectoris und mit Pumpe, ohne Pumpe und wie lange die Aorta unterbrochen worden ist und war alles nicht statistisch signifikant. Nächstes Thema geht es um Ovalialkarzinom im New England Journal und es geht darum, ob man Paxlitaxel wird in der Regel, wenn Frauen für Ovalialkarzinom chemotherapeutisch behandelt werden, kriegen sie das jede Woche und dann kriegen sie auch Carboplatin und die Frage ist, wäre vielleicht jede dritte Woche genauso gut wie jede Woche, wäre das Ergebnis das gleiche, dann würde man weniger Nebenwirkungen haben. Und manche dieser Frauen haben auch Bevacizumab gekriegt, das heißt Anti-VEGF-Antikörper, und das wurde aber nicht randomisiert in der Studie. Und der Endpunkt ist progressionsfreies Überleben. Und hier ist progressionsfreies Überleben und das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob dies von klinisch so eine große Bedeutung ist, aber würde dann vielleicht doch lieber in dieser Gruppe sein als in Gruppe, obwohl diese Gruppe hier weniger Nebenwirkungen hat. Aber wenn die Frauen jetzt zufälligerweise Bevacizumab kriegte, da war dieser Unterschied verschwunden, dann hat man diese Linie bis zu dem Niveau dieser Linie hochheben können. So, es scheint zu sein, wenn die Frauen Bevacizumab an Bord haben, macht es keinen Unterschied, aber wenn sie keinen Bevacizumab bekommen, dann sollten sie wahrscheinlich eher Paxlitaxel jede Woche kriegen, anstatt jede dritte Woche. Das dazu. Und Nebenwirkungen sind natürlich mehr mit jede Woche im Vergleich zu jede dritte Woche. Es geht um Schwergradigkeit von Anämie und Neutropenie und solche Sachen, Neuropathie und Zeug ist ja nicht harmlos. Das dazu. Nächstes Thema, ich dachte, dies wäre schon längst gegessen. Sollte man die Haut jetzt reinigen mit Chlorhexidin oder jodenthaltende Lösungen mit Alkohol, bevor man Leute operiert? Ich dachte, Chlorhexidin hätte Jod schon vor 10 Jahren geschlagen. Aber anscheinend ist dies in Amerika noch ein Thema. So sind diese Frauen, die aus irgendeinem Grund jetzt Kaiserschnitt haben sollten, sind randomisiert worden zur Hautreinigung mit Chlorhexidin, Alkohol gegen Jod enthaltene Lösung mit Alkohol. Und das primäre Endergebnis war Wundinfektion. Das Erste, was mich interessiert hat, ist, diese Frauen hatten einen Body Mass Index von 35. Donnerwetter. Also da muss man schon irgendwas mit der Haut veranstalten, kann ich mir vorstellen. Das weiß ich nicht genau. Hätte man vielleicht gleich auch Magen-Bypass machen können. Und Chlorhexidin, wie zum 20. Mal dabei herauskam, Chlorhexidin ist besser als Jod. Dachte, das wussten wir schon. Aber jetzt wissen wir es sicher. Ich fand diese Arbeit total toll. Urtekaya kennen Sie.
und Angioödeme und sowas. Aber was mir nicht bekannt war, es gibt eine Schüttelurtikaria, vibrationsabhängige Urtikaria. Und Sie kennen, wenn Sie mal im Labor gearbeitet haben, dann kennen Sie ein Vortex-Gerät, wo man die Röhrchen da schüttelt. Und wenn man seinen Arm auf so ein Gerät steckt und der Arm wird geschüttelt, dann kriegt man Urtikaria. Und dieser Zustand wird vererbt. Und das nennt man Vibrationsurtikaria. Wusste gar nicht, dass dies ein großes gesundheitliches Problem ist. Ist es auch wahrscheinlich nicht, aber hier sind hier unterschiedliche Stammbäume aus dem Libanon. Und wir sehen hier den Verlauf von einer autosomal dominanten Erkrankung. Männer und Frauen sind im gleichen Maß betroffen. Und wir sehen auch irgendwo Vererbung von Vater auf Sohn, so, also autosomal dominant. Und hier sehen wir Vorschütteln und Nachschütteln. Und hier sehen wir Urtikaria. Und tatsächlich wird Histamin freigesetzt, ziemlich flott. Und wenn man nicht betroffen ist, dann wird kein Histamin freigesetzt. Und Tryptase-positive Zellen kommen in die Haut und die setzen dann unterschiedliche Sachen frei, sodass man Urtikaria kriegt. Na, mit solchen Stammbäumen und mit heutigen Methoden ist es ja kein Meisterstück, das entsprechende Gen zu finden. Und dieses entsprechende Gen heißt ADGRE2. Hatte noch nie davon gehört. Dies ist eigentlich hat 7 Spannungsdomänen über Zellmembranen und ist eigentlich ein G-Protein gekoppelter Rezeptor. Aber hat einen extrazellulären Bereich, der ist ziemlich kompliziert. Und der hat wohl irgendwas mit Schütteln zu tun. Und ich habe das alles so genau nicht verstanden, aber dieses Protein gehört zu EGF-Rezeptoren-Prinzip. Und ist ein G-Protein gekoppelter Rezeptor. Und der ist in diesem Krankheitsbild mutiert. Und hier sehen wir die extrazelluläre Domäne. Dies sind alles SH-Brücken hier. Und diese Alpha-Subeinheit, genau was der Ligand hier sein soll, ist mir nicht klar. Die Mutation liegt hier und dieses außerirdische Teil ist hier locker gebunden an diesen 7 Spannungsdomänen hier, die über die Zellmembrane schreiten. Und dann hier ist diese COH-Gruppe. Und was wir hier sehen, ist Patient A und Patient B und die setzen dann Hexosaminidase frei, wenn geschüttelt wird oder auch nicht. Und so hat man dieses Krankheitsbild dann aufgearbeitet und hat auch die Mutation. Hier ist die Mutation, die ist in der Alpha-Subeinheit, dieses extrazelluläre Ding, dann in Zellen eingebaut und hat man diese Zellen dann geschüttelt und alles ein bisschen schwer zu erklären, aber wunderschöne Farbbilder. Wenn solche Sachen Sie interessieren, können Sie sich genauer angucken. Aber diese Mutation führt dazu, dass die Alpha-Subeinheit, das war diese extrazelluläre Arm mit den D-Sulfidryl-Brücken und diese Beta-Subeinheit, das Verhältnis zwischen diesen beiden Sachen wird destabilisiert. Und das wird alles in dieser Arbeit erklärt. Ob das für die Patienten irgendeine Bedeutung hat, weiß ich nicht. Ob da ein großer Behandlungsbedarf ist für diese Krankheit, weiß ich auch nicht. Außer, dass man vielleicht ein nett gefedertes Auto fahren sollte, sodass nicht so geschüttelt wird. Aber ich fand das eine herrliche Arbeit und das sollten Sie mal angucken. Dann dies war das Bild letzter Woche. Dieser Patient hat Rosacea und ich wusste eigentlich nicht, dass die Hälfte aller Patienten mit Rosacea haben Augenprobleme. Das war mir eigentlich nicht bekannt. Und was wir hier sehen, ist hier dieses Gefäßneogenese. Und diese Gefäße wachsen in die Hornhaut. Und das ist ein bisschen lästig. Und hier dieses Pseudopterygium. Und hier wachsen diese Gefäße in die Hornhaut. So, dieser Patient wird dann entsprechend behandelt. Der kriegt Doxycyclin, genau warum das helfen soll, weiß ich nicht. Aber Dexamethason kriegt er drauf und Augenhygiene. Und dann ist diese Gefäßneubildung hier rückläufig. Wusste ich nicht, aber man sollte vielleicht, wenn man sowas sieht, das muss zum Augenarzt. Man will nicht hier Gefäßneubildung haben, das in die Hornhaut wächst. Dann das Review im New England Journal letzte Woche fand ich auch wichtig. Wir wissen ja, dass Statine Myopathie verursachen können.
Was mir eigentlich nicht so geläufig war, ist, dass manche dieser Patienten einen Autoimmunzustand entwickeln, wo sie Antikörper gegen die HMG-CoA-Reduktase entwickeln. Das ist wichtig, nämlich das kann man ja spezifisch behandeln. Und hier sehen wir so einen Patient, der hat einen starken dies ist nicht so häufig, aber diese Antikörper kann man mit ELISA ganz gut messen. Und hier sehen wir den Eindrang von rundkernigen Zellen und die sind auch CD20 positiv, das heißt, es sind B-Zellen. Und hier ist ein Verlauf, hohe CK, und sollte man die Patienten testen, ob sie Antikörper haben gegen die HMG-CoA-Reduktase, ja oder nein. Und wenn sie das haben, dann sollte man die zu einem Experten schicken, der die dann autoimmunsuppressiv behandelt, um diese Antikörper zu bekämpfen, sodass die Muskelerkrankung besser wird. Dann hier ist ein Bild aus dem New England Journal und Sie sollten wissen, was zu einer Blasenwandverkalkung führt. Und wenn man so eine Verkalkung sieht, das ist beinahe pathognomonisch für Schistosomiasis, Schistosoma hematobium. Wahrscheinlich irgendein armer Mensch aus Ägypten. Vielleicht ist er hier, um Asyl zu beantragen, weiß ich nicht. Aber könnte vielleicht TBC sein, aber mit so einer homogenen Blasenwandverkalkung, das ist Schistosoma hematobium. Und hier ist die Geschichte dazu. Das geht dann über ein paar Monate, kriegt auch manchmal Fieber, hat auch Blut im Stuhl. Und wenn wir uns mal diese Laborwerte angucken, ein 10-Jähriger sollte kein HB haben von 31, Hämatokrit haben von 31. Hat jemand auch einen Blutabstrich gemacht? Das ist eine gute Idee. Hypochrom mikrozytär, Eisen ist 13, ist also niedrig und hat Eisenmangelanämie. Und ein 10-Jähriger mit Blut im Stuhl, Eisenmangelanämie, da kann man nur wünschen und hoffen, das sind Hagenwürmer oder sowas. Aber leider nein. Er hat in der Bildgebung sehen wir diese Masse und er wird dann koloskopiert und er hat ein großes ulcerierenden Tumor, der zu einem Darmverschluss führt an der hepatischen Flexure. Und das wurde bioptiert und da ist es. Also es ist ein 10-Jähriger mit Kolonkarzinom. Und das sollte nicht sein. Und das passt ja gar nicht im Rahmen. So hat man geguckt, wie ist denn die Familienanamnese? Eine gute Idee. Nämlich es gibt eigentlich mittlerweile 1000 Gene, die irgendeine vererbte Form von maligner Erkrankung beinhalten. Und hier sehen wir diesen Stammbaum. Viele Leute sind schon tot und diejenigen, die Kolonkarzinom haben, sind hier unten, haben dieses schwarze Viereck hier unten und Leute, die andere Karzinome haben, liegt hier oben, kann man hier nicht alle sehen, aber Karzinome kommen sehr häufig in dieser Familie vor. Jetzt, er hat nicht Polypose, so hat er vielleicht irgendeine Mutation in irgendeine Reparaturgen, würde ich denken. Und danach ist auch getestet worden, die Gene, die Lynch-Syndrom verursachen, die waren aber unauffällig, aber der hat eine Mutation in PMS2, das ist auch ein Reparaturgen und da hat er eine Mutation und dies nennt man Constitutional Mismatch Repair Deficiency Syndrom, das wird abgekürzt CMMRD. Und man muss dran denken, wenn auffällige Patienten auftauchen, die ein Karzinom haben, wo man denkt, das sollte eigentlich, kann nicht sein. Und dann kann es vielleicht eine genetische Ursache haben, was dann anderen Familienmitglieder wissen sollten. Thema in Lancet ist Anastrozol. Und Anastrozol ist ein Aromatasehemmer. Und da ist die Struktur und das ist entwickelt worden, um die Bildung von Estradiol. Oh, scheiße, sind die Sachen in der falschen Reihenfolge. Vergessen wir mal Anastrozol, kommen wir zurück drauf. Nächste Thema ist das Mantelzell-Lymphom. Und hier sind Lymphknoten
Und die haben diese germinale Zentren. Und der äußere Teil heißt die Mantelzone. Und da sind bestimmte Formen von B-Zellen in der Mantelzone, die das Mantelzell-Lymphom verursachen. Das hat eine ziemlich schlechte Prognose, aber das ist eine B-Zell-Lymphom. Sie sollten wissen, wo diese Zellen herkommen. Und über das Mantelzell-Lymphom sollten Sie etwas wissen. Männer sind etwas häufiger betroffen als Frauen. Das ist eine Lymphom von älteren Menschen. Häufig sind da Translokationen, muss man nicht auswendig wissen, aber hier ist ein Beispiel von Mantelzell-Lymphom. Jetzt, was wir gelernt haben in der Zwischenzeit, ist B-Zell-Lymphomen haben wir jetzt neue therapeutische Ansätze und eine Möglichkeit wäre, die Bruton-Kinase zu hemmen. Sie werden sich an die Bruton-A-Gamma-Globulinämie erinnern. Das ist eine X-gekoppelte A-Gamma-Globulinämie, genetische Erkrankung. Und das hat natürlich mit B-Zellen irgendwas zu tun und in der Krankheit ist die Bruton-Kinase mutiert. Naja, wir können bei B-Zell-Lymphomen die Bruton-Kinase angehen, weil sie eine Rolle spielt in den Abläufen für die Entwicklung von diesem Lymphom. Und das ist hier gemacht worden. Hier sind Patienten mit Mantelzell-Lymphomen randomisiert worden zu Temsirolimus. Das sind mTOR-Signaltransduktionshemmer oder Ibrutinib, um die Bruton-Kinase. Mittlerweile haben wir bessere Hemmer von der Bruton-Kinase als der, aber das wurde hier angewendet und die Leute mit Ibrutinib fahren viel besser als die Leute mit Temsirolimus. Das progressionsfreies Intervall, Gesamtüberleben hat man noch nicht erreicht, aber schon ein Fortschritt in der Behandlung von Mantelzell-Lymphom. Und die Nebenwirkungen sind hier aufgetragen und eigentlich sieht es so aus, als wäre Ibrutinib besser. Dann also zurück zur Aromatase-Hemmung. Und es geht um Frauen mit Brustkrebs. Gerade Duktalkarzinoma in situ, wo es meines Wissens, wünschte Frau Gürtler wäre hier, im Moment ist es nicht ganz klar, genau wie man diese Frauen behandeln sollte. Aber was häufig gemacht wird, ist, diese Tumoren werden dann entfernt. Und Studien haben gezeigt, dass wenn diese Frauen Tamoxifen kriegen, ist das Auftreten von Rezidiven wenigstens in einer Studie 30% niedriger gestellt. Und die Frage ist, kann man das Gleiche erreichen oder vielleicht noch mehr als das erreichen mit weniger Nebenwirkungen mit einem Aromatasehemmer? Und das ist in unterschiedlichen Studien in Lancet hier untersucht worden. Die Frauen hier mit dieser Form von Brustkrebs, die haben alle Klumpektomie gekriegt und haben auch Bestrahlung gekriegt und die sind dann randomisiert worden zu Tamoxifen oder Anastrozol, um die Reduktase zu hemmen. Und das primäre Endergebnis war krebsfreies Intervall. Und sieht nicht so eindruckend aus, wenigstens ist aber statistisch signifikant. Bisschen an den Haaren herangezogen. Und dies sind die Frauen unter 60 und dies sind die Frauen über 60 und bei den Frauen über 60 ist es nicht statistisch signifikant. Also ich würde denken, dass ein großer Gewinn ist das nicht. Die Autoren haben gejubelt, aber und sie haben auch hier einen signifikanten P-Wert, aber ob das ein wesentlicher Unterschied ist, müssen sie dann selber entscheiden. Aber unerwünschte Nebenwirkungen sind hier aufgelistet, waren etwas besser in der Anastrozol-Gruppe im Vergleich zu Tamoxifen. Und dann wieder eine zweite Studie, etwas Ähnliches bei Frauen unter 60 und über 60. Und hier war das Endergebnis war, wer hat weniger vasomotorische Symptome und mentale Gesundheitsskala und Ähnliches. Und konnte hier eigentlich
keinen signifikanten Unterschied finden, aber bei manchen Muskelschmerz und vasomotorische Störungen und Gewichtsprobleme und andere Symptomatik hier sind vielleicht geringe Unterschiede vorhanden, kann man den Frauen dann diese Sachen dann zur Wahl stellen, wenn man diese so eine Therapie einschlagen möchte. Dann, dieses ein typisches Lancet Paper, hat glücklich sein einen Effekt auf die Mortalität? Ist doch eine dumme Frage, oder? Na, anscheinend können die Engländer Glück messen. Ich würde denken, das ist vielleicht gar nicht so einfach, aber da sind auch Skalen dazu. Es gibt Berichte, die behaupten, dass glücklich sein, wenn man glücklich ist, dann hat man ein besseres Endergebnis, als wenn man nicht glücklich ist. Aber es kann auch sein, dass, wenn man nicht gesund ist, ist man unglücklich. Und dann, genau wie man soll man das bewerten? Also die Engländer haben sich an diese wichtige Fragestellung hier dran gemacht. Und müssen sie dann halt selber lesen oder auch vielleicht leben. Aber ich glaube, es ist doch besser, wenn man glücklich ist, als im Vergleich zu, wenn man unglücklich ist. Hätte ich mir auch vorstellen können. Es sind wichtige Reviews in Lancet und die können wir nicht sehr gründlich durchgehen, aber Sie sollten wissen, dass die es gibt. Nämlich solche Sachen sollte man vielleicht durchblättern, bevor man zu irgendwelchen Examen geht. Und eines ist infektive Endokarditis. Das ist immer ein Thema und die Richtlinien ändern sich und wie dieses Krankheitsbild häufig auftritt und bei wem, wissen Sie alles und ob man die Ursache findet oder auch nicht und wichtiges Thema und Bildgebung, die man anwendet, um Vegetation zu finden, das hat sich natürlich rasant verbessert als zu meiner Zeit, aber sollen Sie was darüber wissen und Duke-Skalen und wie man das aufarbeitet und was Folgen sein können von Thromboembolien und wie man das dann abläuft mit transprokale Echokardiographie und Schluckecho und transesophageale Echo-Untersuchungen und wie man das alles abläuft und Blutkulturen selbstverständlich und dann, was die jetzigen Richtlinien sind, welche Antibiotika in Frage kommen. Meines Wissens hat das sich nicht so verändert im Vergleich zu, wie es vor 5 Jahren war. Aber ein Review über infektive Endokarditis, das sollten Sie wissen. Nierenzellkarzinom, darüber sollten Sie was wissen. Und die operative Verfahren, die jetzt den Patienten angeboten werden können, auch durch robotergesteuerte chirurgische Verfahren und alles Bildgebung dazu. Dieser Patient hat einen großen Thrombus in der Vena Cava Inferior, reicht bis zum rechten Vorhof und solche Sachen sind uns ja auch bekannt. Und was wo man da jetzt, früher war dieses Krankheitsbild, was Chemotherapie anbelangt, hoffnungslos, aber jetzt sind da ein paar Stellen, wo man dann eingreifen kann, mTOR Pathway oder Wachstumsrezeptoren, Antikörper und ähnliches, was man machen kann, VEGF und CTLA4, um die T-Zellen voranzutreiben, PD-1, sodass sie die Tumorzellen angreifen, haben wir schon alles besprochen. Also jetzt haben wir mehr diesen Patienten zu bieten. Und das nächste Review ist auch, finde ich, ganz wichtig, weil dieses das häufigste Krankheitsbild der Welt, das ist Eisenmangelanämie. Und das ist ein Dauerbrenner bei Erwachsenen und auch bei Kindern und die Rolle von Hepzidin und wie man die Diagnostik dann abläuft und Therapie und wie der Blutabstrich. Die Blutabstriche musste ich mir selber rausbuddeln, die waren im Lancet nicht drin, aber hier sind ein paar Beispiele. Das ist Eisenmangelanämie. Und dann letztendlich der Fall in Lancet. Hier ist dieser nette Doktor, untersucht diesen 38-jährigen Patienten. Und der hat eine Anamnese, läuft schon seit einem Jahr. Der ist kurzatmig mit Belastung und hat Gelenkschmerzen und
hat eine so ein interstitielle Muster mit CT und dann wird man gefragt, was ist die Diagnose? Hat so ein Knistern. Keiner von Ihnen weiß, wie Zigarettenpapier klingt, wenn man das zusammenreibt, aber ich weiß es noch. Das knistert so wie das. Also irgendeine interstitielle Pneumonie oder Lungenfibrose, so klingt sich das an. Anscheinend keine Medikamente, nimmt keine Drogen, lebt irgendwo im Staat Washington, verheiratet, hat für eine Firma gearbeitet, die Batterien herstellt und so weiter. Aber er beschwert sich doch über Gelenkschmerzen und Schmerzen in den Händen, Hüften, Kniegelenke und das wird auch langsam so ein bisschen schlimmer. Und dann kriegt er Lungenfunktionsuntersuchung und hier sehen wir, wie es so aussieht in der Ausatmungsphase und in der Einatmungsphase. Hier ist eine kleine Einschränkung und hier sitzt er in der Bodyplatysmographie. Diese Diagnostik hat sich auch erheblich verbessert. In den letzten Jahren bin ich auch ein bisschen neidisch. Hier sehen wir dieses CT und hier sind die Ergebnisse von Lungenfunktion. Gesamt FEV1 ist etwas eingeschränkt, FVC etwas weniger als normal. Diffusionskapazität ist ungefähr die Hälfte, was man sonst erwartet hätte. Und dann wird man gefragt, was könnte es sein? Und Hypersensitivitätspneumonitis, idiopathische interstitielle Pneumonie, idiopathische Lungenfibrose oder könnte er eine Bindegewebserkrankung mit assoziierter interstitiellen Lungenerkrankung haben? Und da er diese Gelenkschmerzen hat, wählen wir das selbstverständlich und das ist auch richtig. Und dann geht das weiter und dann kriegt er irgendwelche Labortests und hier ist eine CK von 12.000. Aha, hier sind lauter Antikörper, keine Ahnung, was die sind, aber Gott sei Dank sind sie alle negativ. Und dann werden wir gefragt, was hat er? Ist das SLE? Wahrscheinlich nicht. Akute Rhabdomyolyse passt auch nicht. Eosinophiles Granulom, also Churg-Strauss passt auch nicht. Aber mit diesem CK-Wert und mit Muskelschmerzen und Gelenkbeschwerden würden wir vielleicht Polymyositis auswählen, okay. Und dann wird er gequält mit einer Bahl, weiß nicht genau warum, aber die Pneumologen machen das gerne, kann man wahrscheinlich auch ganz gut abrechnen. Und sind da Entzündungszellen, die da rausgesaugt werden und ziemlich viele Makrophagen und Lymphozyten, na gut. Und dann, wie soll es weitergehen? Wollen wir jetzt den nach Hause schicken und weitere CTs jede 3 Monate oder sollten wir eine Lungenbiopsie machen oder sollten wir den Steroide verordnen? Das würden wahrscheinlich die meisten Ärzte machen. Oder machen wir vielleicht EMG, finde ich ziemlich wertlos, aber die Neurologen machen das gerne. Aber wie wäre es denn in einer Muskelbiopsie, wenn jemand CK hat von 12.000 und Muskelschmerzen, das wäre vielleicht eine gute Idee. So machen wir das. Und hat Myositis. Und da sehen wir rundkernige Zellen. Und würde mir einfallen, er hat vielleicht Antikörper gegen die HMG-CoA-Reduktase. Aber keine Vorgeschichte von Statinennahme. Und dann, wie sollen wir das behandeln? Und Prednison und andere Sachen klingen immer gut. Und das ist auch richtig. Und er kriegt dann Prednison und könnte man Methotrexat oder Azathioprin oder Ähnliches hat er gekriegt. Oder der hat MMF, glaube ich, gekriegt. Und das wird dann alles besser. Aber 12 Jahre später kommt er rein und hat das. Also vielleicht hätte er doch vielleicht lieber Rituximab kriegen sollen, oder? Aber vielleicht gab es das damals noch nicht. Und hat er idiopathische Lungenfibrose? Ja, eigentlich nein. Ja, wir wissen ja, was er hat. So idiopathisch ist das gar nicht. Und ja, das ist so die Story. Und dann können Sie das vielleicht angucken und dann lernen Sie ein bisschen über Lungenfibrose und interessante Geschichte. Das war's für diese Woche. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.